Katar, immer eine Reise wert. Das denkt sich auch Thomas Anders, der gerade in dem Wüstenstaat ankommt. Am Flughafen wird er von einem guten alten Freund in Empfang genommen und ab geht's ins Luxushotel. Ja, das ist guter Nachmittag. Willkommen zum Ritz-Carlton Doha. So this is your Amiri Suite. I hope you will enjoy. As you can see, very nice king-size bed. Fantastic. Ein bisschen abhängen, ein bisschen was erleben. So stellt sich der Sänger seine Tage im arabischen Märchenland vor. Und ahnt nicht, dass er jede Menge Dinge erleben wird, die so nicht vorgesehen waren. Darf ich mein Lieblingspferd zeigen? Nora. Nein. Die kannst du reiten. Die kannst du reiten. Mein lieber Mann, so kann man sich wenden im Laufe der Jahre. Das ist kein Scherz, die heißt wirklich Nora. Ehrlich? Hallo? Hallo? Jetzt erhält der angebliche gute Freund den Anruf, der alles verändern wird. Assalam. Kriegst eine Ehrenbürgerschaft. Eine Ehrenbürgerschaft? Von was denn? Von Ehrengast, der gibt dir irgendwas in der Hand, Urkunde oder so. Ich dachte. Ja, warum nicht? Mach das Warschen, ja. Spricht der Englisch oder? Englisch ist schwierig, also aber ich dolmetsche dann. Ich helfe dir dann. Dann ich mich bedanke. Was heißt Dankeschön auf? Shukran. 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 Ja, also Shukran. Und dann Shukran. Shukran hier. Aber für meinen Sohn. Was braucht ein angehender Ehrenbürger? Zunächst mal angemessene Kleidung. Ja, hier bin ich. Weiter eine Duftnote, die zum Typ passt. Nur hier drauf. Das machen wir so. Jetzt riech mal. Oh, ist das scheiße. Bestes Rosenöl ist das. Bestes Rosenöl? Thomas Anders von Modern Talking. Cherry, Cherry Lady. Ja, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Der Thomas Anders ist in der Stadt in Doha und kriegt morgen die Ehrenbürgerschaft vom Schiff. Quatsch, das glaube ich nicht. Ehrlich? Hier, weißt du, was das ist? Mhm. Weil deshalb habe ich so weiße Zähne, das ist Kaugummi. Nimm mal, mit Speichel. Weiß rein, komplett rein. Kaum hat Thomas das unvergleichliche Geschmackserlebnis verarbeitet, da bricht der große Tag schon an. Und er lernt direkt noch etwas dazu. Wer in Katar Ehrenbürger werden will, der wird erst in die Wüste geschickt. Der Geländewagen liegt gut in der Kurve. Der Mann auf dem Beifahrersitz hängt eher in den Seilen. Der Sänger erinnert sich jetzt endgültig an das Essen vom Vorabend. Was a quick drive, thank you very much. Der war so geil, den würde ich fast noch mal holen. So. Der falsche Scheich mit der angeblichen Ehrenbürgerwürde ist im Anflug. Und Thomas Anders lernt nachträglich die Vorzüge einer Geländefahrt schätzen. So bescheiden ist er nicht, ne? Nee. Hä? Ist gut, dass ich da schon mal nicht drin sitze. Okay, gentlemen, welcome. Besser,
Er fragt gerade, ob du alleine bist, weil der Bus der Gitarrenspieler. Ja, der hat sich aufgelöst. Im All. Sag ihm auch, dass ich mich freue, dass ich hier bin und dass er das wunderschön hier ist. Wir trinken jetzt ein bisschen Kamelmilch. Das ist wirklich ursprünglich. Ich habe eine Milchallergie, kannst du mir das sagen? Milchallergie? Ja. Wirklich? Ja. Ja, hallo, aber viel Atem. Ganz behutsam wird der Gast an die Ess- und Trinkgewohnheiten des Landes herangeführt. Sehr lecker. Ich habe einen Schluck. Wenn so ein hoher Gast wie du kommst, also er freut sich ja sehr, wenn ein hoher Gast wie du kommst, dann ist es für ihn natürlich auch eine Ehre, dann auch ein Lamm zu schlachten. Das hat er extra heute schlachten lassen und morgen hat es noch gelebt. Ja, hast du einen Teller unter dir. Er sagt, bei uns ist die Ehre für den Gast, weil er bedient dich und bedient dich. Und dann musst du als Ehre dann nehmen. Darf nicht so reagieren. Es ist mir scheißegal, wie ich reagiere. Wenn er dir die Zunge gibt, das ist das schönste, beste Stück am Lappen. Ich kann es nicht essen. Ich werde dem Tino nicht die Zunge irgendwie. Schick mal die Zunge von Lappen in den Mund. Entschuldigung. Es ist ja wunderbar, aber der soll mal nicht so zimperlich sein. Kann ich nicht irgendwie so ein Filet daraus haben? Oder? Auch nicht. Na dann vielleicht ein Stück vom besten Stück. Das ist das schönste Stück, die Hohle vom Lamm. Das ist das beste Stück nochmal. Der Ehren, das kriegt nur die besten. Finde ich gut. Ich finde. Und dann kriegt er. Aber dann musst du einfach nur lassen, einfach, dann nimmst du ein Stück hier. Oder so. Ich bin, glaube ich, auf einer Bananendiät oder so. Das sind alles mit Bananen. Könntest du es nochmal vormachen? Mhm. Aber ist gut, ne? Meinst du, es ist aber so angebrannt? Ja, dann nimmst du hier von unten das Fleisch. Dann ziehst du das runter. Ich meine, Da ist ein Faden im Zügel. Ich kann nie mehr Lamm essen. Wenn du das machst, dann kommt der große Auftrag. Eigentlich mir scheißegal. Ich brauche keinen Auftrag. Super lecker. Es handelt sich hier wirklich um die hohe Schule der Diplomatie. Japanisch, weil mir den Zahlen besser. Er ist verwundert, dass sie jetzt nicht so. Ja, nein, jetzt. Was ist mit alle? Ja, Wunder, ich finde das ganz klasse. Ich kann dich essen. Er sagt gerade, wäre eine Ehre, wenn du ihn irgendwie kurz was singen könntest, wenn du schon da bist. Gut. Oder irgendwas? Habe ich kein Problem mit. Wenn ich eins in meinem Leben kann, dann ist es singen. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. Ja, Mann, das muss ich nicht anlachen. So habe ich das auch nicht gemeint. Was kann ich denn noch machen? L-O-V-E, Heart Attack. I'm gonna bring you the feeling that. Spricht er Deutsch? Ja, ich habe ihn beigebracht. Girls speak tough. Ah, okay. Er bringt dir die übergibt dir Ehrenbürgerschaft, wenn ich das geben. Das ist die Ehrenbürgerschaft, sagt er. Mit deinem Namen ausgestellt. Muss man aufstehen und dann Hand von Gott? Thank you very much. Das ist für deinen Gitarrenspieler. Ja, froh, wenn du ihm das übergeben könntest. Ja gut, kann er die Plattenfirma ihm schicken. Aber es ist. Ist doch bunt, es sieht sehr toll aus. Also was, wenn er dich denn bringen würde, was würde dir kosten, wenn er euch zusammen auftreten könnte? 2 oder 3 Millionen oder? Ja, das sag ihm einfach, dass das nicht geht. Nein, aber ich habe ja eine Mathe mit dem Schale. Was? Er fragt, geht das nicht? Kann man das nicht organisieren? No. Dann ist es gegessen. Na dann eben nicht. Kein Modern Talking, keine Hoden. Der Würdenträger trägt's mit Fassung. War mir unsympathisch, der Typ.